Zurück zu Let's Play Slender the Arrival. Wir sind hier beim zweiten Act, beziehungsweise in der zweiten Welt oder beim zweiten Teil von diesem Ding hier. So, und das heißt The Eight Pages. Das heißt, wir müssen 8 Seiten sammeln und ich mach kurz mal hier so ein bisschen lauter, weil ich höre nämlich fast gar nichts und hier wahrscheinlich auch nicht. So, es tut mir leid, dass es jetzt wieder so hell ist in der Mitte. So. Also, 8 Seiten mal wieder sammeln. Wir haben hier ein Haus. Ist da was dran? Ja, da hängt doch was. Oxide Park, Rules, die Regeln, ja. Und was war das? So. Ich glaube, das war kein Zettel und das hier auch nicht. Hä, ist das Lenny dran gemalt? Nein, das ist Risse. Das sind Risse. Das ist auch nichts. Ach, übrigens, wo ist denn jetzt? Das ist nicht mehr da. Okay, auf jeden Fall, der Turm. Oh ne, da hinten, da sieht man es so ein bisschen. Da ist ja so was Rotes da hinten. Ihr seht das jetzt so. Okay, ich zeig's euch irgendwann anders. Okay, diesmal steht das Landing nicht mehr auf dem Baum. Nee, es steht nämlich jetzt. Er leuchtet auch schon wieder durch die Wälder. Da ist doch was. Schon wieder ein Auto. Da hängt da eine Seite. Mann, ich wollte euch das zeigen, aber irgendwie finde ich es gerade nicht mehr so. But don't look or take me. So, und die Musik geht mal wieder an von Slender, ne? Nix. Das ist aber auch gerade nicht. Ich sehe Slendy auch nicht. Da ist doch was. Da hinten? Nee. Hä? Wo denn? Da hinten habe ich schon gerade was gesehen. Ach so, das ist er. Ich dachte, das wäre eine Seite. Was denn, Slendy? Hä? Wo bist du hin? Nix. Das ist auch nix. Ach, da. Sandy, lass das Gras in Ruhe. Ich konnte jetzt gerade nicht lesen, was da drauf steht. Was da drauf steht. Sandy? Kein Sandy. Okay, was haben wir hier? So ein komischer Stein einfach umgefallen oder so. Oder der soll so sein. Ich glaube, ich bleibe mal lieber auf dem Weg. Dann finden wir hier auch was. Hier ist zum Beispiel ein Zelt, was ihr gar nicht sehen könnt. So. Jetzt seht ihr es aber. Hallo? Kleines Lagerfeuer, aha. Always watches, no less. Slendy. Oh. Ich folge einfach nur den Weg. Ich gucke nirgends anders hin. Bei Slender ist es ja auch. Na, bewegt sich mal wieder. Ja, letztes Mal auch, als ich das Spiel letztes Mal gespielt habe, da, das war im nächsten Level. Im nächsten Level, da muss man Generatoren suchen. Follows. Und. Ah, oh ne, das war Baum. Da hat er sich. Also, da war er um die Ecke gekommen und einfach so mit einem Bein, als ob man. Als ob man so einen großen Schritt machen würde, so einen großen Schritt zur Seite. So ist er dann um die Ecke gekommen. Sandy? So, was haben wir hier? Nix? Muss doch was sein. Nee, nix. Das ist ein Haus. Sandy? Schnell da rein. Wo ist der Eingang? Sandy? Hey, Slendy. Da ist der Eingang.
sind wir noch hier drin im Haus. Oh nein. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ich muss da rein. Der steht nämlich immer, immer wo der auftaucht, muss was sein. Da geht's nur raus. Hängt da was? Nee. Nix. Wie viele Seiten habe ich denn? Was steht da? Ich kann ja gar nicht lesen. Was ist denn für eine Zahl, die da hingekringelt ist? 4 oder so. Ich denke mal 4. Also wir müssen noch 4 Seiten finden, also haben wir auch 4. Ja, ich muss hier früher ins Haus kommen. Da! Ich glaube, ich lese das, help me, ich lese das nämlich nicht mehr vor. So, ich glaube, hier ist nur eine Seite im Haus. Obwohl, was ist hier nochmal? Hier war, glaube ich, auch was. Ich glaube, hier, glaube ich, nicht mehr leben. Oh ne, das ist fies. Ich drehe mich um. Ich gucke nur die Wand an. Aber von hier bin ich gekommen. Lauf doch weiter! So, das Zimmer hier ist nämlich fies. So, ich laufe jetzt einfach hier weiter. Da oben. Ah! Hey, wo ist denn? Okay, ich wollte jetzt. Ah, der steht da irgendwo. Das heißt, ich muss da lang. Ah, da bist du ja. Der Schlendrian. Der schlendert durch den Wald. Es gibt ja auch schon so ein Slender-Lied, so ein Slenderman-Lied. So, ist das hier? Hat das was zu bedeuten? Nee. Ist das überhaupt ein Weg? Nee. Ich gehe einfach mal irgendwo da durch. Da ist ein Weg. Immer dem Weg folgen, ne? Nicht hier diesen ganz dünnen Bäumen. Das sind ja schon fast Palmen hier. So, hoch oder runter? Ich gehe einfach nur geradeaus. Da ist doch mal der große Baum. Nee, das ist ein ganz normaler Baum. Okay, ich gehe die andere Richtung, oder? Ja. Lenny. Also irgendwie hast du abgenommen, oder? Renn! Ich muss da hin. Der geht auch da. Da ist was. Wo denn? Ah, da hin. Okay, renn. Nicht anschauen. Ich weiß wahrscheinlich jeder. Da ist was. Da hängt eine Seite. Oh ne, doch nicht. Doch da. Da hängt was. Was steht da? Help me irgendwas. Keine Ahnung. Ah! Warum schreie ich denn? Nani. Ja. Da kommt jemand näher. So, was haben wir hier noch? Ah ja, genau. Dieses Klohäuschen hier. Warte. Nimm's. Ja, da bist du ja. So, 7 von 8. Noch eine fehlt. Die Gastanks fehlen noch. Also ich weiß noch 3 Orte. Und zwar die Gastanks. Also die haben wir noch nicht. Da ist was? Ne, das ist das Haus. Die Gastanks fehlen noch. Dann, so ein Kanu, ganz genau. Ich weiß noch 4 Orte. So ein Kanu fehlt noch. Das liegt, glaube ich, am Wasser irgendwo. Dann so ein Rohr, so ein Silo, das einfach so nach oben geht. Und, so ein großer Baum. Ein toter großer Baum. Weg da. Der hat da gestanden. Ich hab gesehen. Nein! Der steht genau neben mir. Da! Nee, da war ich schon. Verdammt. Schon wieder so eine offene Stelle hier. Wo es zurückgeht? Wald? Oder was ist das da? Nee. Da geht's dann, glaube ich, nicht mehr weiter, oder? Ich geh da hoch. Oder auch doch nicht. Okay, ich laufe nochmal hier durch. Hier ist aber nichts mehr. Das ist doch da. Nee, das ist nichts. Ich dachte, das hier wäre eine Seite. Aber nee. Hier ist nichts. Hier war nur eine. Ich weiß es. Ah, nee, dieser Tunnel. Nee, der war im Alten. Der war in The 8 Pages. Also in dem Spiel The 8 Pages. Das Level hier heißt ja auch The 8 Pages. Warum brennt da das Licht? Genau. So, das Kanu. Das. Ich sehe denn die? Wo ist der denn? Ist schon, aber ist egal, ist schon wieder weg. Der steht genau neben mir! Weg damit! Ja, weg mit Slenderman. Slendy. Tschüssi! Darf ich so oft rennen?
sonst habe ich keine Kraft mehr. Slendy, Slendy, 10 Minuten irre mich hier schon rum. Ich muss da hoch, ich muss da hoch, hoch, hoch. Renn, 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 renn einfach da hoch. Da, da, Auto, Auto, Auto. Da waren wir doch schon, oder? Bitte, 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 bitte. Nein, da waren wir schon. Und so ein Auto fehlt auch noch. Es gibt nämlich zwei Stück. Nein, 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 da oben ist nichts. Renn da runter. Da, da ist doch was. Was ist das? Das ist ein anderes Auto. Da, da hängt doch was, oder? Nee, das ist nichts. Das ist ein Ding. Da hängt nichts. Komm schon. Da! Ja! Wir haben es geschafft. Ich renne trotzdem noch weg, der ist... schon mal, das ist schon mal gut. Wir sind wieder im Hellen. War es alles nur ein Traum? Oder? Nein, denke ich nicht. Denke ich nicht. So, da seht ihr ihn jetzt. Das ist der Turm. Da, das ist safe. Da müssen wir hin. Das heißt, wir gehen. Ja, wir nehmen. Also das heißt, wir sind irgendwo von ganz selten. Wo sind wir eigentlich hergekommen? Hat Slendy uns irgendwie hier runtergescheucht oder wird das doch hier im Tal? Wie sind wir hergekommen? Ja, er hat wahrscheinlich. Mit seinen magischen Händen hat er wahrscheinlich die Steine hier. Diesen Stein hier hat er weggemacht. Da hat er uns hier hineingeworfen und den Stein wieder hingesetzt. Deshalb sieht das auch hier gerade so komisch aus. Wir kommen da hinten vom Wald und hier haben wir dann wahrscheinlich geschlafen. So. Das heißt, bevor es schon wieder dunkel wird, gehen wir schnell. Versuchen wir den Slenderman abzuwehren. Ist es hier eigentlich Herbst oder so? Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt im ersten Part. Im letzten. Aber es sieht wirklich so aus, als ob hier Herbst oder. Da wohnt bestimmt die friedliche Hexe in ihrem Knusperhäuschen, nicht wahr? Oder in ihrem Blechhaus hier. Oder in ihrem verschimmelten Haus. Wow. Ja, wie groß bin ich eigentlich? Ich bin ja recht klein. Das Haus ist auch recht klein. Und wo ist eigentlich die Tür? Ach so. Ah, gar nicht gesehen. Ja, wieder durch den Wald. Da hinten ist was? Ich gehe aber. Ja, da hinten. Da müssen wir hin. Ich gehe aber erstmal dahin. Mal schauen, vielleicht haben wir hier auch noch was. Nee, oder? Oh, hängt da vielleicht ein Zettel dran? Nee, das glaube ich erst später. Ah. Oh, tatsächlich, da ist noch was. Da sind zwei Wege, ganz toll. Ich gehe nicht zum friedlichen Haus. Da wohnt bestimmt irgendein. Da, ja, ganz toll, da hinten ist auch ein Haus. Achso, das ist einfach nur so ein Stein hier. Ich glaube, später finde ich nicht mehr da hinten hin zum eigentlichen Weg. Was haben wir da hinten? Ah, Moment. Ja, da hinten ist ein Haus. Das ignoriere ich einfach mal. Ich glaube, hier, das kommt mir nämlich irgendwie bekannt vor. Da waren wir allerdings noch nicht im Let's Play. Aber für diejenigen, die dieses Spiel schon kennen, die wissen ja, dass man später noch in dem, ja, in der Vergangenheit von Charlie war. Na? Wo mit dem Charlie was passiert. Ich will jetzt noch nicht so viel spoilern, nur dass mit dem Charlie halt was passiert, ne? Wo man auf den Teddybär geht und dann ist man in der Vergangenheit. So, und
Ja, dann läuft er ja da rum, ne, und sammelt irgendwas ein. Und dann landet er doch hier, oder? Der springt dann doch irgendwo runter und dann ist hier halt die große Überraschung. Weil diese beiden Steinklötze da erinnern mich nämlich daran. Das sieht haargenau so aus. Nur, dass das alles ein bisschen dichter war. Eine schöne Schildkröte! Viel zu dick und sieht aus wie ein Stein. Wundervoll. Natürlich ist ein Stein. Tanzende Bäume. Was sind das hier für Bäume? Das sieht ja aus wie... Ja, egal. Wir waren bestimmt irgendwo da. Oder da? Ne, da müssen wir ja hin. Noch sieht da oben alles friedlich aus. Später nicht mehr. So, wer wohnt denn da in diesem Knusperhäuschen? Das sieht wirklich aus wie so ein Hexenhaus. So habe ich nämlich in JumperCraft 5. Ja, JumperCraft 5. Habe ich nämlich auch so ein Hexenhaus gebaut. Oh, 5. Ja, ganz genau, JumperCraft 5. Das hier ist wohl die Dings. Ja. So, wie immer kann ich das nicht lesen, weil es viel zu klein ist. Wir haben nicht nur bei Banjo-Kazooie Schraube lockert die Probleme gehabt. Hey, jetzt haben wir sie hier. Das zweite Wort kann ich schon nicht lesen. I am dead. It's boss way. Dockel. Keine Ahnung, da kann man keiner lesen. Ist das normal, dass man so, dass hier keine Töne kommen? Ach, egal. Sehr gut. Ich kann's. Warum wackelt der so ab? So, das war die 5. Wir haben aber die 4 nicht gefunden, oder? Das kann ich jetzt nicht nachschauen. Ich wollte gerade nachschauen. Okay, also lieber doch immer alles erkunden. So, dann da hinten. Die 4 wird ja wohl nicht irgendwo im Wald gewesen sein. Tschüssi! Ich gehe schon wieder! Oh ne, das ist das, mein Hasslevel. So eine Fabrik. Wow, die haben ja schöne Bäume. Einfach so eine Wand hingestellt, ne? Und da einfach Bäume dran gemalt. Wunderschön. So, haben wir hier vielleicht einen Zettel oder so? Oha, da hat wohl jemand vergessen, das Licht anzuschalten, ne? Will da noch nicht rein, dann gehen wir erst den nächsten Part rein, den ich glücklicherweise erst morgen aufnehme oder so. Wieso laufe ich immer weiter? Immer wenn ich irgendeinen Zettel einsammle, laufe ich immer weiter. Hört euch das mal an. Okay. ATTN, all employees, ja. Das kann ich schon wieder nicht lesen. But after the closing? This Sunday, you're... keine Ahnung, kann keiner lesen. Und die 6. Ja, kann auch niemand lesen. Klingt auch schon was. Auch so was. Da gehe ich ganz sicher nicht rein. Habe ich eine Taschenlampe? Ah. Was ist das denn hier? Kanonen? Wer wollten die denn abschießen? Da hinten das? Nee, das sieht nicht so aus. Vielleicht haben wir hier noch irgendwo einen Zettel. Kann ja sein, ne? Auf jeden Fall haben wir da noch so einen Charlie Mason. Missing! Have you seen this child? Ja, das Ding gibt's, glaube ich, dreimal in dem Spiel. Eins haben wir, glaube ich, schon übersehen. Charlie Mason Junior, ja. Oh, ich höre da Schritte. Okay, Leute, beim nächsten Mal... Achso, das sind meine Schritte hier auf dem... Dings hier. So, beim nächsten Mal gehen wir also dann... da rein. Also, bis zum nächsten Mal. Hier, genießt doch mal diese Riesenwolke. Ja. Von da hinten, ganz irgendwo da hinten, ist Kates Haus. Und ich kann euch sagen, beim nächsten Mal werden wir Kate bestimmt wiedersehen. Und zwar da drin. Also, bis zum nächsten Mal.
Ach nee, Moment, ich glaube, ich muss da noch reingehen, ganz genau. Stimmt, ich muss da noch reingehen, weil sonst muss ich das schon wieder von vorne machen, die 8 Pages. Tschüssi! Was ist das? Ich glaube, das soll uns warnen. Das war ja eben auch schon so. Okay, renn schnell da rein. Dann beginnt nämlich das nächste Level. Oder auch nicht. Kann ich das nehmen? Ja. So, und hier machen wir dann das nächste Mal weiter. Also bis zum nächsten Mal und ciao. Habt ihr euch erschreckt?